Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch zu meinem LS19 Lanz Bulldog Oldtimer Let's Play hier auf Tim LP. Ja, und wir sind bei der zweiten Folge. In der ersten Folge habe ich euch hier meinen Fuhrpark vorgestellt und jetzt will ich noch was vorstellen, denn ich habe meinen Fuhrpark noch ein bisschen umgeändert. Danke nochmal an eure Mod-Vorschläge, danke an Checker für deine Mod-Vorschläge. Das habe ich auch umgesetzt. Ich habe noch einen Schwader gesucht, einen etwas älteren. Da habe ich jetzt diesen Pöttinger. Und von Fahr habe ich hier so ein, ja, was ist das, so ein Maisgebiss, ne? Maisernter, Anbau-Maisernter, der MH650. Und ich habe die Ballenpresse nochmal ausgetauscht. Die Fortschritt ist weg und dafür habe ich hier eine, die sieht jetzt nicht so alt aus, ist aber ein bisschen älter. Eine richtige Oldtimer-Presse ist es nicht, aber auch nichts Neues. Das ist eine Challenger und zwar eine Massey Ferguson Heston. Ich weiß nicht, ob man das ausspricht. Ja, und auf jeden Fall ja, schießt die Quaderballen hinten raus. Und dafür habe ich so einen alten schönen Krone-Anhänger mit Ballenaufbau. Und ich hoffe, dass das passt, dass der die Ballen da reinschießt. Werden wir sehen, werden wir in Action ausprobieren, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das sind die Neuerungen. Und in dieser Folge werden wir anfangen, ich sage anfangen, weil wir es wahrscheinlich eh nicht zu Ende kriegen, die ganzen Gerätschaften zum Hof zu fahren. Und ich schnapp mir jetzt erstmal den ersten Lanz und fahre damit schon mal ein paar Sachen zum Hof. Ja, wie gesagt, das müssen wir erstmal zum Hof bringen, dann ordnen. Wir müssen alle zusammen die Karte kennenlernen, weil ganz genau kenne ich sie nicht. Also ich bin die nicht vor diesem Let's Play abgefahren. Ich habe sie mir grob angeguckt, die Feldergröße angeguckt, ob sie mir optisch gefällt. Und wir werden zusammen in diesem Let's Play das Ganze kennenlernen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und ihr feiert das Projekt genauso wie ich. Wie gesagt, ich werde mindestens eine Folge die Woche, maximal zwei rausbringen. Ja, ihr habt schon gemerkt, es läuft nicht. Wieso kann ich den nicht ankoppeln? Dabei fängt es auch schon an hier. Hör mir auf. Okay, dann versuche ich das gleich mal mit dem anderen Schlepper. Ja, ihr habt schon gemerkt, dass... Der wird wahrscheinlich auch nicht gehen, oder? Ihr habt schon gemerkt, dass nicht so viel LS auf dem Kanal kommt. Das habe ich euch ja vorher gesagt. Dass ich Bock habe, andere Spiele hier zu Let's Playen. Kriege ich denn das Dreieck an? Jetzt wird es aber unangenehm so langsam. Okay. Was kann ich denn hier ankoppeln? Also wie gesagt, ich habe gesagt, dass nicht so viel LS laufen wird. Von Anfang an, dass ich mich auf meinem Kanal auf andere Spiele spezialisieren werde. Aber dass ein LS-Projekt kommt und da ich Lanz Bulldog feiere und Oldtimer feiere, ist es halt das Lanz Bulldog Oldtimer-Projekt geworden. Und ich denke, ihr werdet es genauso feiern wie ich. So. Jetzt versuche ich hier irgendwas an den Schlepper zu kriegen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist aber ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Naja, ich hole mir mal eben einen anderen Schlepper. Ja, wie meine alten Oldtimer-Let's Plays. Hier läuft nichts rund. Also nicht alles rund. Komm, steigen wir mal in den ein. Nächster Versuch, ne? Versuch macht klug. Probieren geht über Studieren. Ihr kennt die ganzen Phrasen. So. Da, das geht natürlich. Naja. Bringen wir erstmal einen kleinen Kartoffelroder hier zum Hof. Der hatte auch einen anderen Namen noch. Kartoffelschleuder oder irgendwie sowas. Das ist aber ein geiles Gespann. Davon mache ich auch erstmal. Oh, davon mache ich so ein Thumbnail. Weil das Gespann einfach mega gut passt. Das Gespann passt mega gut, weil es beides von Lanz ist. Oh ja, oh ja. So, jetzt darf mir da keiner dazwischen fahren. So, ich glaube, das sieht gut aus. Jawohl. Ja, jetzt haben wir auch schon das Thumbnail abgehakt. Und jetzt können wir die Gerätschaften hier zum Hof bringen. Hier muss ich selber erstmal gucken, wo der Hof ist. Okay, hier links. Verkehr lasse ich an in diesem Let's Play, habe ich mir gedacht. Finde ich irgendwie cooler.
Also, wie gesagt, falls ihr Mod-Vorschläge habt, einfach in die Kommentare. Ihr kennt das aus alten Zeiten, zumindest die, die von meinem ehemaligen Kanal, wo ich vorher Videos gemacht habe, hier hingekommen sind. Ja, Mod-Vorschläge einfach unten in die Kommentare. Und ich gucke mir die Mods an und wenn sie mir gefallen und wenn ich denke, wir können sie gut hier gebrauchen, dann werde ich sie übernehmen. Die Frage, die sich mir noch stellt, was machen wir mit dieser Frontlader-Problematik? Wir haben keinen Lanz, der, wo man Front... Oh, den Kartoffelernter, den kann ich hier unterstellen, der nimmt nicht viel Platz weg. Also wir haben keinen Lanz, der einen Frontlader anbauen kann, aber wir brauchen ja einen Hoftruck oder auch mal zum Verladen irgendwas mit dem Frontlader oder irgendwas Kranmäßiges. Es kann auch sein, dass wir vielleicht einen Traktor nehmen müssen, der kein Lanz ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr feiern würdet. Ich nehme nochmal den Lanz, fahr zum Shop und nehme was Neues mit. Weil da stehen so viele Anhängergerätschaften. Ja. Also schreibt es in die Kommentare, was ihr feiern würdet. Ja. Für eine Frontladerlösung. Also, ne. Wir brauchen ja was, womit wir was irgendwie... Ballen handeln können. Gut, wir haben jetzt so Quaderballen, die kann man noch mit der Hand handeln. Aber vielleicht wird es auch später mal Rundballen geben oder irgendwas muss man ja immer mal wegschaufeln. Ob wir da auf dem irgendwie einen alten anderen Traktor, einen Oldtimer-Traktor mit dem Frontlader zurückgreifen. Der einzige, der kein Lanz sein wird. Wahrscheinlich vielleicht sogar zwei, die nicht keine Lanz sein werden, weil wir wahrscheinlich noch einen stärkeren Traktor brauchen. Vielleicht einen Schlüter oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Oder ob wir irgendwie einen Anbaukran oder sowas nehmen. Oder ein Anbaugerät. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet, was ihr gerne sehen würdet. Wie gesagt, ihr gestaltet dieses ganze Projekt mit. Komm, der hat doch Reifen. Den kann ich doch auch so... Genau, den kann ich auch abgesenkt lassen. Also auf dem Feld kann man den absenken. Ich mache das jetzt auch mal während der Fahrt. Ja. Ich bin ein Rebell. Ne? Besser Rebell ohne Grund als Rebell ohne Mund, wa? So, jetzt fahren wir. Der sieht aber auch geil aus, ne? Klar, minimalistisch ist halt ein Lanz, aber auch von den Texturen da vorne und mit diesem Auspuff. Ein geiles Teil. Gefällt mir sehr gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Motorsound zu leise ist. Ob ich den fürs nächste Mal lauter stellen soll. Weil ich glaube, vom Pegel her ist meine Stimme um Vielfaches lauter. Ich glaube, ich mache jetzt schon mal lauter. Einmal. Genau. Lautstärke gesamt. Lautstärke. Komm, Lautstärke gesamt machen wir höher. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt lauter. Er hört sich schon mal besser an, aber schreibt in die Kommentare, ob ich es zum nächsten Mal nochmal lauter machen soll. Ich glaube, alles das, was nicht viel Platz wegnimmt, stelle ich erstmal hier in diesen kleinen Unterstand rein. Und dann mal gucken, wo ich die Lanz reinstelle, also die Traktoren. Ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Komm, eine Gerätschaft holen wir, obwohl... Wo können wir denn... Oh, doch, hier in die Halle, da stellen wir, das ist die Traktorenhalle. Mit dem Efeu oder was das ist, das sieht geil aus. Genau, hier stellen wir die schön... unsere Schmuckstücke rein. So. Starten wir den mal. Ja gut, der ist schon wieder lauter, ne? Also der ist schon wieder wesentlich lauter jetzt. Okay, ich glaube, wir brauchen nichts verändern. Der eine Lanz war nur ein bisschen leiser. Der ist schon böse. Man muss ja auch meine engelsgleiche Stimme hören. Ah, wen nehmen wir denn jetzt mit? Wir brauchen was ohne Fronthydraulik. Ach, ich weiß, wieso wir die eigentlich ankuppeln konnten. Die brauchten noch eine Heckhydraulik, oder? Ganz am Anfang. Deswegen konnten wir die nicht ankuppeln. Die Sämaschine wird aber über... Die braucht eigentlich keine, weil die über die Räder und ein Getriebe in dem gelben Kasten betrieben wird. Aber die können wir trotzdem nicht ankoppeln. Weil die, glaube ich, das Dreieck braucht zum Ankoppeln. Keine Ahnung. Versuche jetzt irgendwas hier anzukoppeln. Ich habe das aber auch so eng gepackt. Sorry, Leute, ich fahre da mal jetzt gegen. Ich habe aber auch zum Ordnen, muss ich sagen, habe ich starker Bauer drin. Die Mod starker Bauer, aber ich will sie so wenig wie möglich einsetzen. Oh,
Ah, da komme ich nicht ganz rum. Ah, nochmal so. Komme ich jetzt rum? Komme ich da vor der Seemaschine her? Ach mein Gott, ich mache hier aber auch... Das ist ja aber auch eng, ne? Aber wenn ich erstmal die großen Gerätschaften weg habe, dann bin ich froh. Ja, guck mal. Ich komme da rum hier. Ich komme da rum. Easy. Ich hoffe, ich muss nie rückwärts mit dem Drehschemel fahren. Das kann ich einfach nicht. Da bin ich echt... Also was Drehschemel angeht, Drehschemel fahren, bin ich die größte Null, die es gibt. Ne? Das ist einfach so. Aber gut. Hier, die Blonde. Ich weiß nicht, hier. Seht ihr die rechts? Guck mal, die starrt mich schon die ganze Zeit so komisch an. Ja gut, so ein Farmer auf dem Land ist, strahlt schon eine gewisse erotische Aura aus. Guck mal, wie sie die stolziert wie so ein Paradepferd. Ja, jetzt ist sie beschämt weggegangen, die Alte. Egal. Ne? Die kommt schon wieder. Ja, es ist. Die Aufnahme ist auch ein bisschen spät und ich bin ein bisschen müde. Also es kann sein, dass ich ein bisschen viel Bullshit habe. Aber ich glaube, da habt ihr kein Problem mit. So. Jetzt fahren wir erstmal hier schön durch die Hut. Na? Seht ihr mal einen schönen Traktor? Den feiere ich auch. Wie gesagt, der wurde von den Texturen her nachträglich ein bisschen verschönert. Ich kann nicht oft genug Danke sagen dafür, weil der sieht echt sehr, sehr schick aus, dieser Lanz. Ich glaube, den Anhänger, den parke ich wirklich hier unter dieses Schleppdach. Einfach drunter, weil dann brauche ich da nicht großartig mit Drehschemel hantieren. Den kann ich einfach hier unterstellen, hier abkoppeln, dann steht er komplett unter der Halle und gut ist. Ja, dann passt er gut hin. Der Hof gefällt mir so echt schon ganz gut, muss ich sagen. So wie der aussieht, der passt super in dieses Projekt ran, in das Oldtimer-Projekt. Bin mal gespannt, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Fuhrpark, wir haben einen Hof. Erstmal bringen wir alles zum Hof, sortieren das ein. Die nächste Folge wahrscheinlich auch noch. Jetzt habe ich den nicht ausgemacht und ich komme nicht... Ey... Pleiten, Pech und Pannen. So, jetzt habe ich schon Sprachkasper. Ah, ey, das hasse ich ja. Komm. Zack. Aber wo sich dieses Let's Play hin entwickelt, das wird sich beim Spielen entwickeln mit euch zusammen. Ihr könnt ja doch mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr Bock habt, was ihr sehen wollt. Ja. Berücksichtige da eure Wünsche. So, jetzt den nächsten Lanz an. Ich kann, glaube ich, schon mal die anderen Lanz gleich anmachen, die ein bisschen länger brauchen zum Starten. So. Jetzt fahre ich erstmal die Beinpresse hier weg. Dann haben wir nach hinten mehr Platz. Der ist aber auch richtig schick, ne? Okay, die kann ich auch nicht ankoppeln. Gucken, ob ich das mit Igenlands, ob ich die mit Igenlands ankoppeln kann. Ach Mensch. Kann ich den dann vorne ankoppeln? Kann ich auch nicht ankoppeln. Ja. Die Technik. Wie gesagt. Ja, doch, die kann ich da ankoppeln. Damit werden wir noch viel Spaß kriegen, wenn ich erstmal peile, was ich an welchen Schlepper hängen kann. Aber auch das werden wir hinbekommen. Achso, und ich habe es noch nicht gemacht, aber Gewichte wird es auch noch geben. Die Lanzgewichte vom LS Oldtimer, die er gemoddet hat, die muss ich noch runterladen auf Forbidden Mod. Die Mods übrigens, diese ganzen Lanz Bulllock Traktoren oder fast alle hier in diesem Projekt, 90% würde ich grob schätzen, die sind von dem lieben LS Oldtimer und der Download-Link, findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ihr auch mit diesen geilen Traktoren hier zocken könnt.
Hey, hey, hör auf zu drängeln. Hörst du auf zu drängeln? So. Mal gucken, wo ist die? Die nimmt auch nicht ganz so viel Platz weg. Obwohl, die kann ich... Ich glaube, ich stelle die in diese Halle. Also wir haben mehr als genug Platz, glaube ich, für die Gerätschaften. So, hier haben wir dann eine Gerätschaft, holen wir noch und dann machen wir Ende für diese Folge. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Es kann wirklich sein, dass wir noch zwei Folgen, also die nächsten zwei Folgen auch noch dafür brauchen. Aber das muss halt gemacht werden und ich will alles, was ich hier in diesem Projekt auf dieser Karte mache, wirklich im Let's Play abbilden, dass ihr überall dabei seid. Das ist unser gemeinsames Projekt. Und ja, wie gesagt, ich mache ein LS-Projekt auf diesem Kanal. Und das will ich so ausführlich und so schön wie möglich machen. Ja. Und ich denke, ihr feiert das auch, wenn ihr wirklich alles aus diesem Projekt erlebt. Da ist er wieder. Die schleicht hier herum. Die schleicht hier herum. Aber ist noch zu schüchtern, mich anzusprechen, ja. Wir können mal vielleicht mit der schnacken, wenn ich alles am Hof habe. Ne? Dann habe ich Zeit, aber erstmal muss ich arbeiten. Von nichts kommt nichts. So, mal gucken, ob wir das Mähwerk hier mitkriegen. Natürlich kriegen wir das Mähwerk. Das sieht auch geil aus, ne? Das ist alte, ranzige Mähwerk. So, das bringen wir noch zum Hof. Der hört sich auch an, der hört sich an wie eine Nähmaschine. Richtig cool. Richtig cooler Sound. Mag das auch bei diesen Lands mit diesem Sound. Ich finde diesen bassigen Sound ganz geil. Bei den anderen Lands. Aber den hier finde ich auch geil. Dass, wenn die sich so anhören wie so eine gedopte Nähmaschine, nenne ich es mal. Eieiei. Erstmal die Gerätschaften hier. Wie gesagt, zum Hof fahren. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber es muss auch ordentlich geordnet sein. Ordentlich alles weggepackt sein und dann können wir an eine Feldarbeit gehen, wenn wir das haben. So. Komm, das stellen wir mal hier in den Schuppen rein. Das können wir auch noch neben den Düngerstreuer. Das kann ruhig auch hier ein bisschen enger gepackt werden. Und das stellen wir einfach da ab. Den Lanz stellen wir da in den Hof. In den Hof nicht, in die Halle. Richtig schick. Daneben in die Halle, da können wir vielleicht den Häcksler und den Mähdrescher reinstellen. Ich glaube, das wäre eine ganz geile Aufteilung. Und was mich mal interessiert, welche Farbe feiert ihr mehr? Dieses Schwarz oder das Dunkelgrau von Lanz? Oder dieses typische Lanz Bullock Blau? Ich bin ja eher Team Dunkel hier. Hier, wie diese beiden. Team Grau oder Schwarz oder was das... Was das auch ist. Das feiere ich ein bisschen mehr als das Blau, wobei ich das Blau auch sehr, sehr schick finde. Muss ich sagen. Ja. Das war's schon wieder mit der Folge. Mich freut, dass ihr das Projekt so feiert, dass ihr mich und den neuen Kanal, der ist ja immer noch sehr jung, so gut unterstützt. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr regelmäßig hier die Videos auf diesem Kanal sehen wollt, würde es mich natürlich freuen und ihr würdet natürlich immer benachrichtigt, ich muss ins Bett, benachrichtigt, wenn ihr ein Abo da lasst. Wie gesagt, das würde mich sehr freuen und mich auch unterstützen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich frage mich, was da oben in der Luft rumfliegt. Seht ihr das auch? Das muss ich mir nochmal angucken, was das ist. Was ist das? Das werden wir als Cliffhanger, das werden wir in der nächsten Folge sehen, was da oben in der Luft rumfliegt. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao.